glaube, wir sollten heute ein bisschen mutiger anfangen, oder? Als sonst. Es muss krasser werden als die bisherigen Straßenreaktionen. Was meinst du? Ja? Entschuldigung, kennen Sie schon Katja? Soll ich nochmal probieren? Entschuldigung, Jungs? Jungs? Könnt ihr mal kurz? Habt ihr schon mal was von Katja gehört? Ja. Wer ist Katja? Katja Krasavic. Was macht Katja so? Einfach richtig geile Videos. Ich mag das einfach. Das tört mich richtig an. Entschuldigung, kennen Sie schon Katja? Entschuldigung, kennen Sie schon Katja? Das ist Katja. Katja Krasavic? Nein. Sind Sie Leipziger? Nein. Was machen Sie, wenn Sie nicht Leipziger sind? Nicht von hier kommen? Snoop Dogg! Ist deiner? Das ist mein Sohn, ja. Naja, kann ja sein, du hast mitten nochmal so Süßes oder so. Das passt ja auch ganz gut, dass dein Kleiner hier mit am Start ist. Wie heißt du eigentlich? Moritz. Moritz, wie heißt du? Christian. Also, ich wollte dich erstmal fragen, kennst du Katja? Eine gewisse Katja? Ich kenne einige Katjas. Eine ganz berühmte Katja. Nee. Katja Krasavic. Kommt aus Leipzig. Ich zeig dir einfach mal ein paar Bilder von, also Vorschaubilder von ihrem Kanal. Und dann sagst du mir mal, was du davon halten würdest, wenn dein Kleiner in 3-4 Jahren das erste Mal auf YouTube ist und sich Videos anguckt, die so einen Titel haben. Weil das ist ja für jeden zugänglich, logischerweise. Ein paar Sekunden später. Dass man das nicht verbietet, finde ich schon krass. Entschuldigung, kommen die aus Leipzig? Ganz falsches Thema. Ganz falsches Thema, warum? Katja Krasavic, schon mal gehört? Ja. Ah, sehr gut, ihr habt's gehört. Du musst nur deine Meinung sagen. Ja. It was at this moment. Worauf ich eigentlich hinaus möchte, es gibt seit Anfang des Jahres so eine kleine YouTube-Verschärfung, was die Richtlinien angeht. Also die versuchen gerade, was ja erstmal gut ist, verschärft gegen sexuelle Inhalte, gewalttätige Inhalte, obszöne Inhalte, rechtsradikale, was auch immer, feierlichende Geschichten, versuchen die gerade zu löschen. Machen das auch sehr erfolgreich. Jetzt wurde aber vor ein paar Tagen ein YouTuber namens Open Mind gesperrt, der Kanal komplett gesperrt, für ein Video, das steht ja dann noch da, welche Videos, wo er in Holland war und in irgendeinem Museum, irgendeinem Hanfmuseum. Den haben sie gelöscht, ohne genau hinzuschauen. Sehen, aber Katja macht halt weiter. Meiner Ansicht nach müsste das verboten werden. Die kann auf YouPorn, kann sie das gerne machen. Ja, es ist doch so. Oder? Sag mal, ja. So, sprechen Bilder wahrscheinlich Bände. Also so öffentlich zugänglich, ne? Das ist wirklich so YouTube. Wie sie das macht, ne? Dann müsste sie doch eigentlich das auch machen. Vor allem ich als Sozialpädagoge, ich würde die am liebsten, weiß ich nicht. Also das ist nicht hilfreich, das geht gar nicht. Das sind doch Kinder. 12 Sekunden später. Wenn wir das Thema hier mal ernst aufrollen, ja, dann gerne. Muss ich ja wirklich mal sagen, dass ich das eigentlich ganz peinlich finde, ja, weil wir Frauen hier seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren, für Emanzipation kämpfen, ja, und dann kommt so einer und macht eigentlich genau die Frauen damit wieder nieder und drückt die ganze Zeit ihre Brust in die Kamera. Ich finde das einfach nicht in Ordnung, weil damit wird ein bestimmtes Bild vermittelt. Ja, viele also, Frauen werden vielleicht auch dadurch einfach unzufrieden mit sich, weißt du? Ich würde sagen, wir bewerten von 1 bis 10. Also ich finde, die Dicke ist schon mal richtig nice, würde ich sagen, 10. Ja, dicker geht schon gar nicht. Ja. Ja. Wie findest du Katja? Sie hat ein großes Herz. Auf eine Sache möchte ich noch hinaus. Ein YouTuber namens Open Mind hat 300.000 Abonnenten, glaube ich, knapp gehabt. Der hat über Drogen aufgeklärt auf seinem Kanal. Hat nichts verherrlicht, hat keine Links reingepackt, da und da kann man es kaufen. Hat auch nicht gesagt, fahrt dort und dorthin an die Adresse. Also wirklich aufgeklärt, muss man schon sagen. Sein Kanal wurde gelöscht, ohne große Vorwarnung. Der Typ hat damit sein Geld verdient und Katja macht ihren Scheiß weiter. Anfang des Jahres haben die Richtlinien verändert, wollen ein bisschen mehr sich da einsetzen, dass man gegen Pornografie, Gewalt, Drogen, Rechtsradikalismus vorgeht. Sollte ihr Kanal trotzdem weiter bestehen, ist das okay, dass sie besteht und er wird gelöscht oder ist das irgendwie ungleich? Das ist total ungleich. Natürlich, das ist doch logisch. Da braucht man ja gar nicht drüber nachdenken. Von ihm finde ich das voll in Ordnung und man sollte heutzutage auf jeden Fall über Drogen aufklären. Ja, wenn man hier sich mal umguckt oder hier rumläuft, sind 50% gerade wahrscheinlich im Drogenkonsum, sag ich mal. Gerade wenn man daran denkt, wenn die eigenen Kinder dann mal mit sowas aufwachsen sollen. Du müsstest trotzdem weggucken, weil ich vermute, dass es nichts für dich ist. Wenn sie deine dreckige Freundin, die im Club mit dem BH-Tanz fragen, dass ihr weiß, dass ich ein Oberbitch aus Leipzig bin, ist zwar 20, hat gemachte Boobs und massiert Schwänze. Na, furchtbar. Weil wenn er jetzt
am Rechner sitzen würde und da kommt ein Video von ihr, wie sie über Befriedigungsmethoden redet. So. Was würde passieren? Ja gut, man muss halt immer sehen, eine Kontrolle will man ja nicht unbedingt immer haben, dass man also permanent das Kind kontrolliert. Ja, ja. Aber ich würde schon mit ihm drüber reden. Also sagen, was er daran findet, woher es er vor allen Dingen weiß. Weil irgendwo muss ja... findet das ja nicht unbedingt so einfach, sondern es muss ja irgendwie eine Community sein oder Empfehlungen sein, also ein Freundeskreis, wie auch immer. Und im Endeffekt würde ich es sicherlich sogar verbieten dann, ja. Ich kann es mal angucken, dann schaue ich mal, ob ich dazu was sage. So, du schmeckst dann mal selber Play? Ach so, ich erkenne es schon. Ich erkenne es schon, das Bild hier. Er sagt, ich erkenne es schon. Ist Katja, oder? Ist das klar? Jetzt wurde vor 2 Tagen ein YouTuber gelöscht von YouTube, ohne große Verwarnung, weil er in seinen Videos über Drogen aufgeklärt hat. Er hat nichts verherrlicht, er hat keine Links reingestellt, wo man das finden kann, verkaufen kann. Er wird gelöscht. Frau Krasavitsch, die wir gerade gesehen haben, darf bestehen. Wer soll das alles auch kontrollieren? Ist ja auch eine Frage. Wir reden gerade hier über ein Netz, was weiß ich, wie viele Millionen User sind und wie viele Hunderttausende von Leuten jeden Tag irgendwas da reinstellen. Richtig, weiß nicht, wie man sowas kontrollieren soll. Und mich wundert das auch nicht, dass jemand, der vielleicht gute Absichten hat, rausfliegt und ein anderer, der voll Schrott macht, im Prinzip weiter da kommunizieren kann. Also darf ich das jetzt so übernehmen, dass man sagen kann, eigentlich dürfte er weiter bestehen? Wenn es eine Aufklärung wäre, dann ist es ja in Ordnung. Ich wüsste nicht, warum sein Kanal gelöscht werden sollte. Das ist, wenn er da ein bisschen was erzählt oder manchmal auch ins Hanfmuseum geht. Aber selbst wenn er, ich sag mal, nach Amsterdam fahren würde und eine Tüte raucht, das finde ich jetzt nicht so wild. Du darfst mitmachen. Also ich fange mal soft an. Es geht um eine Person. Ja. Ich möchte einfach nur die Meinung über diese Person wissen. Und ich werde immer mehr von der preisgeben. Okay. So, sie hat YouTube-Videos und vielleicht sagt das den einen oder anderen schon was. Zum Beispiel heißt ein Video, so war mein erstes Mal. So wichst man richtig. Katja gerade. Ja, stopp. Denn ich hatte gerade noch jemanden hier und ich hatte meinen Spaß in der Dusche. Guck, das ist länger an. Also. Aber sowas kommt aus Leipzig, ja? Ja, ist die berühmteste YouTuberin in Leipzig. Ja, was aber haltet ist auch eine ganz ihr? Schöne Leipzig. Sehr freizügig. Also ich sag dazu, nehme Stocki, ne, sagt ihr. Ne? Ja, ich war. Lustig ist ja, dass die Welt Provokation liebt. Kennen sie jetzt mindestens schon seit 7 Jahren, was heißt kennen? Aber nicht persönlich. Doch einmal getroffen, ja, über Badu. Du bist aber kein RB-Spieler. Nee. Ich werde dich jetzt zur echten Bitch krönen. Er wird gesperrt. Wegen Drogenverherrlicht dran gekriegt und kann jetzt nichts machen. Ist erstmal durch das Thema bei ihm. Genau. Auch wenn er sehr viel Zuspruch von der YouTube-Szene bekommt, von größeren. Aber sie darf weitermachen. Das ist natürlich irgendwo krass, sage ich jetzt mal. Es gehört eigentlich in meinen Augen beides als verboten. Wenn du deinen Stift oder deine Stiftin sehen würdest, wie die sich auf deinem Telefon oder auf YouTube mein erstes Mal oder einfach dieses Bild, was man gerade gesehen hat, auf die Knie, diese Milch ins Gesicht und so ein Scheiß. Junge oder Mädchen? Was würdest du da machen? Junge oder Mädchen? Ist völlig Wurst. Ist dein egal, Kind? Ja, 18 Jahre da, hallo? Es geht jetzt ums Alter. So. Ich habe mit 10 Jahren Barbie geguckt. Ist das was anderes? Ob ein 8-jähriger Junge das sieht oder ein 8-jähriges Mädchen? Ja. Ich halte es davon, also da ich tatsächlich Gras legalisieren möchte in Deutschland und das in 5 Jahren spätestens passiert ist, finde ich es auf jeden Fall scheiße, dass so ein Hanfkanal da geschlossen wird. So. Selbst wenn es darum gehen würde, finde ich es wichtig, dass es irgendeine Möglichkeit gibt für Menschen rauszufinden, was bei Drogen passiert. So, ne? Weil das gibt es viel zu selten, dass irgendwie Aufklärung gemacht wird in die Richtung so, und dann Leute sich Sachen reinpfeifen, die sie eigentlich gar nicht kennen. So.